Börse Bern West, wie es der Name schon sagt, ist eine Börse für kleine Aufträge und Jobs. Und es ist vor allem eine Börse für Jugendliche, die sich daran interessieren, ein kleines Sackgeld zu verdienen. Warum habt ihr euch entschieden, einen Job anzubieten? Weil ich im Alter bin, wo ich einfach mit meinem Rücken zum Beispiel nicht mehr Staub suchen darf. Und trotzdem eine saubere Wohnung will. Und jetzt bin ich sehr zufrieden. Dann kommt Luana Fichter zu mir und tut mir da ganz schön Staub suchen. Es ist richtig angenehm geworden. Was mir gut gefällt an diesem Job ist, Frau Probst ist eine sehr liebe Person. Ich habe einen sehr guten Kontakt mit ihr. Ich komme sehr gerne hierher. Ich rede sehr gerne mit ihr. Und also, ich bin auch motiviert zum Putzen. Das mache ich auch gerne. Also ich mache manchmal Gartenarbeit, einkaufen, Sachen tragen. Ja, erst muss ich einen Kurs machen und dann... Ich dachte, dass es lange dauert, aber schnell gegangen. Und gerade so nächsten Tag oder übernächsten Tag habe ich einen Job bekommen. Der Einführungskurs von der Jobbörse Bern West ist dazu da, dass die Jugendlichen so ein bisschen zwei Sachen besser eintrainieren können. Ich habe einfach gemerkt, dass häufig der Telefonkontakt mit dem Jobanbieter ein Problem darstellt und dann auch sie zuerst mal vorbeigehen. Und darum in diesem Kurs geht es eigentlich darum, das klingt ein bisschen blöd, aber es geht darum, dass sie lernen telefonieren, auf was sie müssen achten, dass sie schon einmal ihren Namen sagen zum Beispiel. Das sind so die ganz kleinen Sachen. Und auf der anderen Seite geht es darum, dass sie zuerst mal vorbeigehen bei einem Jobanbieter, auf was müssen sie dort schauen. Also bis jetzt habe ich einmal im Garten geholfen bei einem Ehepaar und ab jetzt arbeite ich im Altersheim und gehe mit einer älteren Frau spazieren und einfach so ein bisschen wieder rausgehen mit ihr. Also ich finde es sehr wichtig, dass man jungen Menschen Chancen gibt, Erfahrungen zu sammeln, gerade beim Arbeiten. Auf Pünktlichkeit, super Ausführung und so weiter. Aber es ist auch immer spannend, junge Leute aus dem Quartier lernen zu kennen. Und da gibt man jemandem mal die Möglichkeit, ein Taschengeld zu verdienen. Er kann den Wert des Geldes lernen kennen. Und man hat das Gefühl, es bringt Menschen zusammen, es bringt Generationen zusammen. Generell kann ich sagen, wir machen das jetzt 5 Jahre. Es ist ein sehr spannendes Projekt. Es ist ein kleines Ungleichgewicht. Wir haben sehr viele Jugendliche, die gerne Jobs machen wollen und ein bisschen weniger Jobanbietende, die uns Jobs geben. Es ist einfach cool, schon mal zu sehen, mal so ein bisschen zu arbeiten. Es ist sicher dann auch gut für später einmal, weil man tut sich dann so vorstellen und sicher gäbig für das Bewerbungsgespräch. Und das ist sicher hilfreich, dass man dann weniger nervös ist.